Ja, liebe Leute, ein allerherzliches Willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4. Heute ist Dienstag und ich hoffe, dass mein Headset an ist. Ja, mein Headset ist an. Schalte mich die Sonne, ich sehe das nicht immer. Hier leuchtet so ein kleines Lämpchen, dann weiß ich, ah, das Ding ist an. Jetzt tut es und es passt auch. Ja, herzlich willkommen auf der Megan Farm. Zumindest mit dem Auftakt hier zum zweiten Teil aus Australien. Wir machen heute weiter. Direkt die zweiten. Der zweite kleine Block mit weiteren 4 Rennen heute aus Fitzroy. An diesem schönen Dienstag. Ich bin momentan wieder mit meiner Freundin unterwegs. Liegt aber auch ein bisschen an beruflichen Gründen. Ich bin nämlich bei einigen Vorstellungsgespräche, Bonusversicherung, etc., da ich mal den Umzug oder Zusammenzug mit meiner Freundin plane. Das bereite ich momentan alles ein bisschen vor. Deswegen ist auch spontan jetzt passiert. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen weiter auf Videos vorbereiten. Es kann also, wie gesagt, diese Woche sein, dass vielleicht Sniper Elite ein bisschen pausieren wird. Das ist definitiv nicht ganz freiwillig, aber vielleicht, ich weiß auch nicht, ob ich alles in einem Rutsch schaffe, so viel in so kurzer Zeit vorzubereiten. Ich denke, Dirt und Formel 1 kriegen wir schon hin. So. Okay, passt soweit. Dann, let's go. In Tag Nummer 2. Wir müssen auf einige Stellen in unserem Aufschnitt achten. Also volle Konzentration. Heute mit dem langen Rennen über 9 Kilometer, was wir nachher haben. Und das dritte Rennen ist das. Ich mache fast, dass wir nicht schneiden. Ich gebe jetzt gerade ein bisschen Gummi hier. Wir wollen ja eine gute Zeit rausfahren. Oder im Idealfall unsere Zeit sogar verbessern. Da kann ich aber nichts für. Verloren jetzt gerade. Aua! Ich habe es vermutet, dass genau das passiert. Der Kontrahent ganz schön aufgeholt jetzt gerade, das war nicht so gut. Schön in die Wand. Ja, da vorne steht ein Heli, müssen wir jetzt aufpassen. Aber wir sind nur noch minimal vorne, also müsst ihr jetzt echt deutlich aufpassen. Auch erledigt. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Sehr gut. Das war zumindest. Ja, super. Teil 1. Ja, Legumio. So, der nächste Teil: 5,86 Kilometer Moon Park Creek. Das ist Teil Nummer 6, glaube ich. Hm.
Auto sieht etwas mitgenommen aus, aber mechanisch ist alles in Ordnung. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Links fünf, lang, mach zu, nicht schneiden, in rechts, drei, 60, links zwei, 60, nicht schneiden, links drei, nicht schneiden. Mittig halten, überpumpen. 100 durchsenken. Rechts halten, überpumpen. Mittig halten, überpumpen. 100 durchsenken. Rechts halten, überpumpen. Rechts 3, nicht schneiden. In links 2 lang, Rand auf. In offene Kehre, rechts 80. Links 3, nicht schneiden. In unter rechts 3. Weil der Regen macht halt nicht einfach an, ne? Gute 7 Sekunden mittlerweile der Vorsprung. Ich muss den einbauen und ich treffe den noch. Die Wassertemperatur steigt. Ach was. Senke. Rechts halten, überpumpen. Links 4, machen zu. Mitschneiden. In rechts 3. In links 4, mitschneiden. 80. Links 6, rechts halten, überpumpen. Mitschneiden. Rechts 2, Kurve 80. Links halten, überpumpen. 80. Links. Ich hätte am letzten Tag sogar lieber Spanien noch, also nächste Woche, hätte ich lieber Spanien gesehen als Schweden, aber wir können es eh nicht ändern. Ist ja leider so. Wieder. Je vorher war, dass hier so eng ist, müssen wir echt aufpassen. Ja, das war mir schon fast klar. Ich muss schon fast wieder zurückfahren. Ja, jetzt mal diese scheiß Busch da irgendwo zu rutschen. Ja, perfekt. Ja gut, wir haben tatsächlich sogar alles grün hinbekommen, trotz der Scheiße, die wir eigentlich zusammen gefahren haben. Ist es okay. So. Jetzt kommt der längste Teil. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Gut. Ah.
Jetzt geht's mit dem längsten Teil überhaupt in diesem Event los. Mit etwas Preisgeld könnten wir unser neues Fahrzeug für die nächste Meisterschaft holen. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. 110 durchsenken, 80. Achtung, bremst links, zwei lang. So, das ist ja lange Time in 9 Kilometern hier. Ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet, die zu schlagen gilt. Der war schwierig. Dann können wir direkt die Kurve dahinter kommen. Senke. Kuppe. Brücke. Runter durch Senke. Kuppe. Langsprung. Senke. Rechts 5. Lang. Nicht schneiden. Achtung. Kuppe. Langsprung. Rechts 5. Nicht schneiden. Links 5. Kuppe. Kuppe. 80 durch Senke. Links 5. Lang. Rechts 3. Lang. Acht auf. Kuppe. Senke. Rechts 5. Rechts halten. Über Kuppe. 80. Achtung. Kuppe links. 60 durch Senke. Links halten, über Kuppe. Rechts 6, nicht schneiden. Rechts halten, über Kuppe. 80. Achtung, Kuppe links 2. 60 durch Senke. Links halten, über Kuppe. Rechts 6, nicht schneiden. Rechts 5, 80 durch Senke. Links 5, lang, mach zu. Nicht schneiden. In rechts 3, links 3. In Kuppe rechts 3, nicht schneiden. In links 2. Links halten, über Kuppe. Vorsicht, rechts 1. In rechts 4, über Kuppe. Links 4, mach zu. In rechts 3, Rechtschneiden. In links 4, 60. Rechts 4, Rechtschneiden. In links 3. So. In rechts 4, mach auf. Rechtschneiden. Links 2, 60. Rechtschneiden. Links 3, Rechtschneiden. Links 6. Rechts halten, über Kuppe, nicht schneiden. Rechts 2, Kuppe 80. Links halten, über Kuppe, 100. Durch Tor, rechts 6, in links. Das Ganze ist ein bisschen weitläufiger, als es vorher war. 80 durch Senke, 80. 80 durch Senke. Ich jag jetzt hier mal gerade kurz komplett durch. 10 durch Senke, rechts 5, lang. Achtung, Kuppe, lang Sprung, rechts 5. Fliegitter? Was? 110 durch Senke. Links halten über Kuppe. Kuppe. Vielleicht Sprung. 60. 110 durch Senke. Links halten über Kuppe. Ich hab sogar ein bisschen verloren an Zeit noch. Links 3. Ich glaube, ich liege nur bei 12 Sekunden. Also, ist noch nicht wirklich. Durch Tor. Rechts 3. Lang. Mach auf. Ist noch nicht so wirklich sicher. Links 5. Kuppe. Kuppe. Nicht schneiden. 80 durch Senke. Links 5. Lang. Nicht schneiden. Senke. Ja, die kannst du schön durchfliegen, das ist gut. Hier gibt es viele gerade Stellen. Wieder Zeit verloren, 12,0 nur noch. Wenn auch nur minimal. Wir haben aber trotzdem Zeit liegen lassen. Durch
Na, die Zeiten sind vorbei, dass wir eine Minute mehr Vorsprung haben. Gruppe links 5 durchsenken. Rechts halten, über Gruppe. 80 durchsenken. Kuppe in rechts, halten, über Gruppe. 110 durchsenken. Links 5, Kuppe in Kuppe. Nicht schneiden. 80 durchsenken. Links 5, lang. Nicht schneiden. Und wieder eine links. Halbe Sekunde liegen lassen. Gut, ich fahre jetzt auch ein bisschen mehr auf Sicherheit statt auf absolute Geschwindigkeit. Gefühlt haben wir wieder was rausgeholt jetzt gerade. Ja. Gut, anderthalb Sekunden nochmal geholt. So, dann haben wir das auch hinbekommen. Dann haben wir so 20,5 Sekunden. Und das war der lange Teil. Über 5 Minuten. Jetzt haben wir nochmal eine kurze Strecke, also kürzere Strecke. Das war unschlagbar. Jetzt geht's mit 4,28 Kilometern noch weiter. Ja, das ist okay. Also dann haben wir eine relativ kurze Strecke zum Abschluss hier für... Dann haben wir das Thema Australien ad acta gelegt, dann geht es nächste Woche weiter mit Wales. Ja, nicht nächste Woche, morgen natürlich. Entschuldigung. So, jetzt jagen wir hier mal kurz eben durch. Wir liegen sogar hinten. Aktuell anderthalb Sekündchen. Was aber auch nicht weiter dramatisch wäre. Ach, gib mir hier auf den Sack. Ach, der will gar nicht auf die Strecke zurück. Er will gar nicht auf die Strecke zurück. Ja gut, damit ist das Thema gegessen. Diese Strecke ist abgearbeitet. Ja, wir können uns tatsächlich das, glaube ich, sogar erlauben.
Und jetzt gleich, wie weit der Rückstand ist. Ich vermute mal bei 35, 30 Sekunden. Ja, und das Thema ist gegessen. Wir machen hier so spektakuläre Abflüge. Naja, ist egal. Geschenkt diese Strecke. 51 Sekunden. Ich hoffe, dass es reicht, um hier tatsächlich meine wirkliche Erster noch zu sein, weil ich weiß nicht, wie die Abstände sind. Boah, Alter. Wir haben so verkackt hier. Fünf Sekunden weiter verloren. Wir haben über eine Minute, können wir mal meine auf die Fresse kriegen. Also das Ding hier ist gnadenlos verloren. Gut, ich habe einfach durch den Reifenwechsel, haben wir 30 Sekunden verloren. Aber auf der Strecke haben wir sehr viel verloren. Ich fahre hier aber auch eine Seuche gerade zusammen. Also hier jetzt gerade vor allen Dingen. Wieder 15. Eine Minute eins haben wir verloren. Am Ende auf Platz 38 zum Abschluss nochmal. Das Ding war mal. Der Marshall hat bestätigt, dass wir keine gute Platzierung erreicht haben. Das können wir besser. Definitiv. Und ich hoffe, dass es noch reicht, um am Ende auf 1 zu stehen. Das tun wir. Gott sei Dank. Also dementsprechend war das Ding hier quasi geschenkt. Egal. Ja, das war definitiv ein geschenktes Rennen, muss ich sagen. Gut, und mit Wales machen wir dann morgen weiter. Bis dahin oder wiedersehen bei Let's Play Dirt 4.